Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen fetten Haul für dich. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal so über meinen Tisch zu fegen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Alles hier bezieht sich so ein bisschen auf Beauty, auf Lifestyle, auf... Alles bezieht sich auf dies, das, Ananas im Prinzip, ja. Ich habe auch Produkte von Kooperationspartnern hier und es gibt auch in diesem Video eine bezahlte Kooperation, nämlich mit Ava & May. Ich habe hier Timestamps drin und habe quasi den Haul alphabetisch aufgeteilt. Alle Produkte, die ich zeige, sind in der Infobox verlinkt. Aber Leute, ihr solltet doch das Video euch komplett anschauen, denn es wird in diesem Video ein paar Tee-Geschichten geben. Ein paar Informationen, mit denen ihr nicht so gerechnet hättet. So nämlich. So, habe ich euch heiß gemacht? Ja, finde ich super. Dann können wir doch einfach mal starten, würde ich sagen. Zuallererst möchte ich euch auf eine kleine Reise mitnehmen. Zuallererst möchte ich euch nämlich Ava & May Produkte zeigen. Es ist crazy, ich weiß, aber es ist jetzt einfach schon wieder Septemberzeit. Ich glaube, wenn ihr das Video seht, dürfte es diese Woche noch relativ warm werden. Also ich habe wetterberichtstechnisch gesehen, dass es bei uns irgendwie wieder so um 25 Grad wird. Und ich freue mich ehrlich gesagt drauf. Auch wenn die Natur Regen braucht, bla, wir wissen das alle. Klar, safe, definitiv. Ich bin aber eher der Sommertyp. By the way, ja, ich weiß, ich bin zum einen in den Farbtopf gefallen und irgendwie ist alles ein bisschen dunkel geworden, aber ich habe ein Full-Face-Beauty-Boxen abgedreht, das kommt jetzt am Wochenende, ne, müsste Sonntag online kommen, also, Auf jeden Fall habe ich von Ava & May mir ein paar Produkte aussuchen dürfen, denn wir wollen jetzt einfach mal schauen, ob wir eine langfristige Kooperation zusammen machen wollen und da seid ihr natürlich auch gefragt, schreibt mir das gerne in die Kommentare, ob ihr das cool findet und wie ihr überhaupt zu dem Thema Kerzen und Home Holidays steht. Weiß ich nicht, wie ich das jetzt nennen soll. Denn ich persönlich empfinde Ava & May tatsächlich als eine Firma, die mir so ein bisschen die Südsee nach Hause bringt. Ich habe einen Code, CLAUDIGO, damit kannst du 40% sparen aktuell und bekommst eine Mini-Kerze nach Wahl gratis. Ne? Also das ist schon mal eine ganz coole Nummer, finde ich persönlich. 40% ist immer hardcore geil. Aber die Kerzen sind ja so im Online-Shop auch nicht unbedingt günstig. Aber sie sind auch ziemlich von guter Qualität, weil die ja auch aus, ich glaube, italienischem Sojawachs sind. Spanisch? Ich muss kurz spicken, Leute. Das weiß ich jetzt echt nicht aus dem Kopf. Soja aus Italien, Produktion in Spanien. So nämlich. Und ich zeige euch jetzt die allererste Reise, die wir hier haben. Und zwar möchten wir nach Spanien reisen. Nach Mallorca. Ich düftle jetzt an den vier Kerzen und dann entscheide ich mich einfach mal jetzt im Laufe des Videos, welche ich auch anmachen werde. Ne? Ich habe hier auch so einen Mini-Bunsenbrenner. Ich hoffe, ich fackel hier nichts ab. Achso, so sieht es aus, wenn man diese Kerzen sich nach Hause bestellt. Ich habe mir jetzt ein Doch-Duftkerzen ausgesucht und ich stehe einfach auf Duft. Kann man nicht anders jetzt so. Ne? Also, oh, ich liebe es einfach. Die riecht jetzt wirklich eher frischer, muss ich sagen. Da stehen auch die ganzen Duftnoten online immer, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, für mich persönlich riecht es wirklich eher nach frische Brise. Eine steife Brise, sagt man dann in Norddeutschland, ne? Nee, ich mag den Duft. Es ist aber tatsächlich nicht so ein wohlig warmer Duft. Also ich persönlich wäre jetzt so ein Fan von irgendwas Warmes hier so, vanillig oder so, keine Ahnung, das fände ich ganz cool. Das ist für mich jetzt eher ein Duft, den ich so bei uns im Wohnzimmer auch sehen könnte. Der könnte meinem Freund auch sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich hier von Rio de Janeiro, Brasilien. Ich habe mir eigentlich auch ein paar andere Produkte ausgesucht, da die aber sehr kurzfristig dann auch schnell ausverkauft waren, hat sich Ava & May dann entschieden, mir Alternativprodukte zu schicken, um dann einfach mal so meine Geruchsknospen zu betören. Ich finde das hübsch mit diesem Deckel, muss ich wirklich sagen. Ne? Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Oh, das ist ein schöner Duft. Der murmelt mich ein. Das riecht so, wie es halt ist. Ne? Die Düfte werden ja auch von Parfümeuren halt mit entwickelt und mitproduziert und so. Ne? Du riechst es einfach, weil es nach einem Parfum riecht. Als würde eine Frau, die wirklich total edel sprach der Wedel ist, so an dir vorbeigehen. Vielleicht aber auch ein Mann. Also das ist sehr, sehr angenehm. Diesen Duft mag ich echt gerne. Fun Fact, den habe ich mir eigentlich nicht ausgesucht. Deswegen, also da hat Ava & May schon... Mein Geruch getroffen. Geschmack kann man ja nicht sagen, weil ich esse das ja nicht, ne? Stelle ich mir mal hier hin. Das könnte sehr gut sein. Dann habe ich hier nämlich Havana Cuba. Die habe ich mir, glaube ich, nämlich ausgesucht. Mal gucken, ob das mit Leder oder so vielleicht sogar ist.
bin ich auch auf die Duftnoten gespannt. Die sind, wie gesagt, alle auf der Homepage noch aufgeführt. Oh, das ist ein Duft. Den wird mein Freund feiern. Das ist wirklich eher so männlich herb. Also hier würde ich wirklich sagen, dass da vielleicht sowas mit Moschus oder Patchouli oder sowas mit dabei ist. Aber auch was Ledriges. Das riecht wie damals, als ich bei meinem... Ja, mein Papa hatte damals einen Firmenwagen und da hatte der auch echt Ledersitze drin. Und das war halt so meine Phase, wo ich mit Killernietengürtel unterwegs war. Er hat mich sehr gemocht. Wirklich, wirklich. Aber wenn ich mich mit Schwung in sein Auto gesetzt habe, hat er immer Angst um seine Sitze gehabt. Ich habe nie ein Loch reingemacht, ne? Aber mein Killernietengürtel war schon eine harte Geschichte, sodass mein Papa irgendwann sagte, Claudi, jedes Mal, wenn ich dich mitnehme, hast du diesen Gürtel vorher abzulegen, weil ich habe ein bisschen Angst. Und hat er recht? Das ist ein Duft, den würde ich sowas von in Verbindung mit meinem Papa bringen. Ich glaube, sein Aftershave riecht so. Oh, das riecht mega angenehm. Ich habe vor einer halben Stunde mit Papa telefoniert, deswegen komme ich da vielleicht auch schon direkt drauf. Also das riecht wirklich, wirklich angenehm. Aber das gehört hier nicht in meinem Beauty-YouTube-Zimmer. Nee, nee. Das gehört vielleicht auch so, kann ich mir gut vorstellen, wenn man Besuch bekommt, wenn Papa das nächste Mal zu Besuch kommt, dann überrasche ich den. Dann habe ich die Kerze an und dann bin ich mal auf seinen Blick gespannt. Cool. Ja, und wie kam ich eben auf Leder? Weil zum einen Autos darauf abgebildet sind und weil ich glaube... Das steht doch, Kuba steht doch hier so für Autos, für diese alten Oldtimer und so, weil die halt nur eine gewisse Anzahl von Autos dürfen dort angemeldet sein und das sind nur die Autos, die dort sind, so ganz verrückt. Dann habe ich hier Barcelona. Da erwarte ich jetzt eigentlich irgendwie so ein Party, fancy Duft. Bin ich auch mal gespannt. Also die Duftreise, die ich hier gerade erlebe, ist wirklich schön. Das kann man nicht anders sagen. Die Kerze ist schon mal sehr hübsch. Wahrscheinlich kommt da auch was Orangiges mit raus. Die habe ich mir auch ausgesucht. Wow, wow. Die riecht intensiv, aber sehr angenehm. Auch hier habe ich so eine leicht orientalische Note mit bei, obwohl halt Barcelona, ne? Aber auch Orange oder sowas Zitrisches, was ganz leicht Zitrisches, aber sehr warm Zitrisch. Die mag ich auch gerne. Aber ich glaube, ich mache mir jetzt heute die andere an. Ich glaube, das kommt besser. Aber bevor ich die anmache und hier offenes Feuer habe, möchte ich erst noch die anderen Sachen schnuppern. Besser ist das, Leute. Weil ich weiß nicht, wie lange ihr mir schon folgt, aber das ein oder andere Feuerchen hat es tatsächlich schon in meinen YouTube-Videos gesehen. Denn ich bin auch als Tollpatsch sehr gut bekannt tatsächlich. Okay, dann habe ich hier nämlich das Clean Mind. Mind Dreaming Away Spray. Und sowas finde ich immer schön. Sowas gebe ich mir halt gerne als Kissenspray auf oder auf die Möbel zum Beispiel, ne, auf dem Sofa oder so. Und ja, das ist einfach, mag ich gerne, solche Sprays. Ne? Und die bekommt ihr halt auch bei Arba & May. Ich habe leider die Duftstäbchen nicht mitgeliefert bekommen, die ich mir ausgesucht habe, weil die halt sehr begehrt waren tatsächlich. Ist aber nicht schlimm. Dafür habe ich dann alternativ die Kerzen, die jetzt halt aktuell auch super passend sind, weil jetzt gerade ist es bei uns gar nicht so warm. Ja doch, 20 Grad um 20 Uhr. Ja gut. Mir war heute auf jeden Fall nicht so warm. Die eine oder andere Kerze brennt nämlich schon unten bei uns, weil ich das einfach angenehm finde. Auf jeden Fall haben wir hier eine wirklich sehr hochwertige Verpackung. Das sieht echt hübsch aus. Hier oben haben wir Holz auch mit am Start. Die Produkte von Arba & May sind natürlich tierversuchsfrei und vegan. Huch, da war ich etwas zu wild hier gerade unterwegs. Genau, dann schraube ich hier mal eben wieder dieses Vieh drauf. So, und dann schnuppere ich da mal dran. Ne? Also ich behandle das wie ein Parfum, ne? Aber das ist tatsächlich auch so, dass die Düfte sehr parfümig riechen. Das riecht wie Zitrone. Ja. Aber das ist angenehm, sehr frisch, sehr erfrischend halt auch in dem Sinne. Wow. Ah, das mag ich gerne. Das hat aber auch wirklich eine parfümige Note mit dabei. Also und auch kein Kopfschmerzduft. Das muss ich auch dazu sagen. Jetzt gerade, wo ich eine tiefe Nase genommen habe, keinerlei Anzeichen von Kopfschmerzen. Da bin ich ja sonst halt auch immer prädestiniert für. Da muss ich gucken, wie sich das dann im Raum so macht. Ne? Das würde ich dann halt unten gerne bei uns im Wohnzimmer verwenden. Weil da mag ich auch gerne so frische Düfte ab und an mal. Das kommt immer wirklich auf den Mut an, den man gerade halt einfach so hat. Und deswegen, ja, mag ich halt Raumdüfte so gerne. Dann darf man halt auch nicht vergessen, dass wir einen Hund haben.
wenn Sammy von draußen reinkommt und nass ist und stinkert, dann ist es immer ganz schön, wenn man irgendwelche Düfte hat, die das Ganze halt so ein bisschen absänftigen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Und ja, deswegen, aber das riecht sehr, sehr angenehm. Mag ich gerne leiden, würde ich jetzt nicht unbedingt für mich persönlich als Kissenspray, so für mein Bett nehmen, sondern eher so als Sofaspray, als Raumduft. Und ja, das wäre auf jeden Fall so meine Denke dabei. Einen habe ich aber noch und den werde ich jetzt nicht jetzt machen können, sondern demnächst. Aber so geil. Das ist Fruit Blossom Tea Apple Vanilla Orange Blossom Natural and Fair Cappadocia. Da werden wir hin entführt und das dürfen wir gerne in einem Heißluftballon erleben. Ist das nicht süß? Ja, und den Tee werde ich mir dann demnächst machen. Und mein Freund ist auch ein totaler Fan von Apfeltee. Und wenn die Kerzenzeit da ist, ist natürlich auch die Teezeit da. Oh mein Gott, riecht das gut. Das finde ich gut. Das finde ich richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, ob man den gegebenenfalls auch kalt trinken kann. Ich zeige euch mal, wie der Tee dann theoretisch aussieht. Das ist halt hier so drin, ne? Und dann hast du hier den Tee. Und da siehst du halt richtig die Stückchen. Sowas liebe ich ja, ne? Und, ob ich mir den jetzt kalt aufgieße, ob ich mir den heiß aufgieße und erkalten lasse oder ob ich den sogar heiß trinke, das weiß ich jetzt alles noch gar nicht. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass mein Freund und ich dann so eine kleine Tea Time damit machen, ne? Oh, schön. Richtig schön. Ich weiß nicht, wo doch, bei Bol ist in der Türkei, Kappadocia. Und da haben die ja auch diesen Apfel. Und mein Freund trinkt super gerne diesen türkischen Apfeltee. Das ist auch wirklich total lecker. Und da bin ich mal gespannt, wie sehr das hier da dran kommt. Bin ich echt gespannt. Habt ihr Erfahrung mit Ava and May Teas? Und falls ihr Empfehlungen habt, schreibt die gerne mal für die Community in die Kommentare rein, dass man halt weiß, welcher Tee schmeckt vielleicht ganz besonders lecker. Und ja, das wären jetzt nämlich die Ava and May Produkte gewesen. Genau, Cloudy Go habe ich gesagt, ne? 40% Rabatt und eine Mini-Kerze gratis. Dann habe ich hier meine Rio de Janeiro Kerze. Und das ist ungelogen, ne? Mein kleiner Mini-Bunsenbrenner. Und deswegen, die kommt jetzt mal zum Einsatz. Zack. Sieht man die da? Ja, ne? Zack. Finde ich schön. Theoretisch könnte ich zwei machen, aber dann habe ich ja quasi zwei Düfte. Und das finde ich jetzt, glaube ich, gar nicht so verkehrt, weil da habe ich ja auch eine Lampe, die etwas niedriger ist. Dann ist es gar nicht so unruhig, ne? Okay, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Dann kann ich ja mal gucken, wie sich der Duft hier so verbreitet. Also vielen, vielen Dank an Ava and May. Was ich halt auch noch sagen wollte, es ist jetzt ja in dem Sinne eine bezahlte Kooperation und ich habe jetzt nachher auch noch ein paar Produkte von Kooperationspartnern, die ich zeige. Und dann ist es auch immer so, dass ich ganz gerne etwas weitergeben möchte an die Community, also an euch. Dementsprechend mache ich dann ja auch immer ganz gerne Verlosungen, so auch in diesem Video, ne? Ist klar. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne mal vorbei und es gibt halt ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket von mir zu gewinnen. Und ja... Viel Glück, viel Erfolg, gönnt euch hart. Ja, das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist ein Produkt von Colourpop, denn ich habe bei Colourpop eine Mystery Box bestellt, habe mir gedacht, das wäre total schlau, wenn ich die Versandkosten umgehen möchte, dass ich mir noch ein Produkt in den Warenkorb packe. Colourpop war aber leider nicht so schlau und hat die Mystery Box und die Foundation separat voneinander versendet. Das hat beim letzten Mal ein bisschen besser funktioniert, als ich ein Pinselset mitbestellt habe. Denn so musste ich nicht nur auf beide Pakete natürlich entsprechend Zoll zahlen, ist klar, sondern auf jedes Paket auch noch 6 Euro zusätzlich Bearbeitungsgebühren von DHL. Läuft. Die hätte man sich sparen können, denn das Produkt hat eigentlich gar nicht so super viel gekostet, ne? Aber egal, was tut man nicht alles, ne? Also allein, dass das Produkt bei mir angekommen ist, hat mich 8,61 € gekostet. In der Farbe Fair 1N habe ich mir nämlich die Pretty Fresh Hyaluronic Tinted Moisturizer Geschichte, Foundation, wie auch immer, bestellt. 43 ml sind hier drin. Ich hatte ja mal die Foundation von Colourpop und die hat bei mir leider nicht ganz so gut funktioniert. Ich bin jetzt hierauf sehr, sehr gespannt und das möchte ich gerne mit euch mal demnächst ausprobieren. Und ja, das mache ich dann in einem Schminki oder so, oder ich mache das auf Instagram, da muss ich mal schauen. Bei Instagram heiße ich AIDUALKP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Gut möglich, dass ich zum Jahreswechsel oder so meinen Namen ändere, also meinen Namen auf Instagram, weil vielleicht das P dann ja auch nicht mehr vorhanden ist, weil ich vielleicht einen anderen Nachnamen haben werde. Wer weiß das schon so genau, wäre auf jeden Fall schlau, das war ein Reim, weil ich ja bald Mama werde und so. Und ja, aber wir müssen einfach mal gucken, wie das so wird, ne? Niemanden hier unter Druck setzen und
Letztens hat eine von euch irgendwie mir gratuliert zur Hochzeit oder so, weil sie dachte, dass dieser Ring, den ich hier trage, ein ja, Verlobungs- oder Heirats-Hochzeitsring ist. Ist es aber nicht. Also ich kann ja mal die Ringe so ein bisschen erklären. Auf jeden Fall, ne? Foundation weiß ja Bescheid. Ringe. Wo starte ich? Das hier ist ein Ring, den habe ich mal von den Yoga-Junkies, da war das in der Yoga-Junkies-Box drin, das ist eine Feder. Das soll für mich nicht nur die Leichtigkeit des Lebens symbolisieren, dass ich da immer dran fasse und einfach daran denke, dass das Leben auch leicht sein kann, theoretisch, sondern ich bin ja auch Zwilling und dementsprechend ist mein Element Luft, eher Fliegen. Oh, ich liebe Fliegen. Ich wäre gerne ein Vogel, ne? Dann habe ich hier einen Ring, den habe ich zum Einjährigen von meinem Freund geschenkt gekriegt. Das war... Ja, wann hatten wir unser Einjähriges? Am 17.11.2006. Süß, ne? Ja, ich weiß. Aber da habe ich den Geschenk gekriegt, seitdem trage ich den und den finde ich auch total großartig. Und der erinnert mich halt einfach an die Liebe. Dann habe ich hier am kleinen Finger einen Ring von Godido. Godido war mal ein Online-Shop, der Näpfe befüllt hat. Quasi für den Tierschutz. Der musste leider Corona-bedingt schließen. Das ist ein bisschen traurig. Hier habe ich auf jeden Fall dann immer meinen Gedanken an Sammy. Ich glaube, dieser Ring müsste aus einem Adventskalender kommen. Ich glaube sogar aus dem Me Lovely Adventskalender. Und wenn ihr das schon gesehen habt, mit den Timestamps kommen wir da sogar zu. Und der soll einfach so ein bisschen symbolisieren, dass man auch einfach mal, das hört sich bescheuert an, aber weil es der einzig goldene ist, den ich trage, soll dieser Ring für mich symbolisieren, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Bekloppt diese Erklärung, aber das ist meine Erklärung und meine Hände. Denn man muss nicht sagen, du darfst nur Gold tragen, du darfst nur Silber tragen. Mach, was du möchtest und erfreu dich daran. Und das ist quasi die Symbolik, die dieser Ring für mich halt einfach hat. Verrückt, ne? Dann habe ich hier einen Ring, den ich von Daniel Wellington mal zugeschickt bekommen habe. Das ist eine der ersten Kooperationen, die ich hatte. Da habe ich auch noch eine Uhr von, aber hier am Zeigefinger trage ich immer den Ring. Und ja, das erinnert mich halt auch irgendwie so ein Stück weit an den Erfolg, den ich hier einfach auf YouTube habe. Dass ich einfach immer wieder dran denke, wo komme ich her und wie hat sich das Ganze entwickelt, dass man so auf so eine kleine Zeitreise genommen wird. Weißt du, das ist halt so meine... Ja, das verbinde ich mit diesem Ring halt. Und hier am Daumen ist es ein Ring, der ist von Fossil, den habe ich mir mal irgendwann gekauft. Das ist, ich glaube, eigentlich ein Männerring. Und der ist ja sehr, sehr klobig, sehr, sehr groß. Der soll einfach Stärke und Beständigkeit für mich symbolisieren. Dass ich einfach, wenn ich, also ich spiele halt oft mit meinen Ringen rum, ne, mit meinen Händen, dass wenn ich ihn anfasse, dass ich dann einfach weiß, okay, Claudia, du musst auch mal stark sein. Sei stark, du schaffst das, du kannst das, du hast die Stärke in dir drin. Und auch die Beständigkeit, ne, dass ich einfach weiß, dass ich so viele Menschen um mich drum zu habe, die auch beständig zu mir sind, die mich mögen, die mich lieben, die immer zu mir halten werden. Mein Freund, meine Familie, meine Freunde. Ist so, ihr. Und das ist halt tatsächlich dann so das, was mich dazu, ne, zum Denken anregt. Aber ja, jetzt habt ihr die Geschichte meiner Ringe gehört und keiner davon symbolisiert, dass ich verlobt bin oder dass ich demnächst heiraten werde. Das tut eigentlich nur Mr. Bauchi wahrscheinlich, ne, einfach aus rein logischen Gründen. Und das ist Mr. Bauchi. Mr. Bauchi ist schon ganz schön groß, Leute. Das ist ein 1,5 Kilo Brocken mittlerweile. So viel dazu. Ich trinke mir schnell einen Schluck, denn ich rede hier wie ein Wasserfall. Und das mit den Ringen, das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Läuft. Aber auch das ist ein Timestamp. Könnt ihr überspringen, falls euch das gar nicht interessiert hat. Falls ihr das jetzt gehört habt und euch hat das nicht interessiert, selbst schuld. Nächstes Thema. Dalton. Was haben wir denn heute für einen Tag? Heute ist Mittwoch, ne? Darf ich das schon spoilern? Ich weiß es nicht. Ich mach's einfach. Sagt's keinem weiter. Ich habe Samstag ein wundervolles Video für euch. Ne? Wisst ihr Bescheid? Da haben schon viele drauf gewartet. Sie scharren mit den Hufen. Ich weiß es. Ich scharre selber mit den Hufen. Ich freue mich drauf, euch das endlich zeigen zu dürfen. Und macht euch darauf gespannt. Am Samstag um 11 Uhr kommt das Video online. Ich denke, vorher werde ich so eine Art Gedönsen einstellen. Mal gucken. Wir kriegen das schon hin. Samstag. Ne? Da kommt etwas von Dalton und das heißt, zum aktuellen Zeitpunkt habe ich leider keinen Rabattcode, aber ich kann euch schon mal so ein paar Produkte zeigen, die ich ziemlich cool finde. Ne?
Ich liebe es einfach. Ja, Spillability, ich habe es gesagt. Ne? Als erstes habe ich hier Comfort Clean Sensitive Skin, das sanfte Anti-Aging Gesichtswasser. Das ist ein Toner mit 200 Millilitern, der einfach richtig angenehm ist für meine sehr sensible Haut. Das ist sehr angenehm. Dalton. Kennt ihr von mir, ne? Habe ich schon langjährig eine Kooperation mit. Das Leben kommt aus dem Meer, du bist Leben, ich bin Leben. Und das Leben kommt, wirklich ganz ursprünglich gesehen, aus dem Meer. Und deswegen ist Meereskosmetik sehr gut für unsere Haut, weil die Beschaffenheit unserer Haut, die Zusammensetzung unserer Haut ist halt an dieser ganzen Meeresbiologie angegliedert quasi, weil wir da rauskommen. Ist es sinnvoll, Leute? Wirklich. Und wir bestehen ja auch zu einem riesigen Teil aus Wasser. Naja, auf jeden Fall Melli, Meloflori, die schwärmt immer von diesem Gesichtswasser und sagt, dass sie damit halt auch immer ihr Enzympeeling aufträgt, weil sie das damit vermischt und das soll richtig geil sein. Das Enzympeeling habe ich aktuell auch mal wieder in Anwendung und weil das irgendwo drin war. Und ja, jetzt habe ich mir halt den Toner nochmal nachgeordert. Ich kriege das immer so schwer hier raus, ne? Es ist hier ein Toner drin, Leute. Der ist weiß. Ja, ist okay. Ihr glaubt mir das, oder? Ich breche mir gerade die Finger hier halt. Auf jeden Fall mag ich den sehr, sehr gerne leiden, weil das halt auch so ein sanftes Produkt ist. Ja, und deswegen habe ich mir den nachbestellt, weil ich den schön finde. So, dann habe ich als nächstes ein Produkt hier bekommen. Denise, leicht übertrieben. Vielen Dank dafür. Die Augenpatches haben eine Neuauflage bekommen, denn die sind jetzt 100% biologisch abbaubar, wenn ich das richtig verstanden habe. Vegan, Lifting, Hydrating, Calming und 16% geringere Faltentiefe nach nur einer Anwendung. Ihr seht, ich habe ein paar, ne? Ein paar davon. Ich finde die großartig. Ich habe die jetzt schon ausprobieren dürfen, weil, wie gesagt, die waren irgendwo mal mit dabei. Und da kann ich wirklich sagen, dass sie mir sehr, 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 sehr gut gefallen haben. Ich hatte mir sie aber schon im Vorfeld quasi geordert. Aber wie gesagt, Denise hat sich gedacht, ach komm, ich gönne Claudinchen mal. Ich hab sie so gern. Und ich freue mich drauf, dass wir uns Anfang Oktober sehr, sehr wahrscheinlich wiedersehen werden, wenn Mr. Bauchi es zulässt. Das wäre so cool, ne? Ja, aber wir haben jetzt hier endlich wieder die Augenpads. Und das Coole, was halt bei den Augenpads bei Dalton der Fall ist, also die haften so genial, das ist so krass. Also die sind so geriffelt und deswegen, die rutschen einfach gar nicht. Du kannst damit über Kopf staubsaugen an der Decke, ne? Und die halten, ich sag's dir. Dann habe ich, weil ich die Q10-Reihe jetzt auch so ein bisschen für mich entdeckt habe, ich habe nämlich aktuell die Q10 Cream in Anwendung, die Energy Boost Augencreme mir mal geordert mit 15 Millilitern, weil ich das einfach mal ausprobieren wollte. Diese Q10-Reihe ist sehr belebend, das merkt man halt richtig. Und ich glaube, dass ich in naher Zukunft das sehr gut gebrauchen kann, dass meine Haut etwas mehr belebt wird, vor allem meine Haut um meine Augen herum. Ja, also ich habe so schon relativ einen Schlafmangel, weil ich seit April ungefähr wirklich mir Sorgen mache bis zum geht nicht mehr, ob das alles so funktioniert mit mir und Mama sein und mit meinem Schatzi und Papa sein und ob das alles hinhaut und oh mein Gott, wirklich Leute, neue Situationen sind für mich immer ganz gruselig. Ja, aber wenn Baby dann auch noch kommt und dann nachts gerne möchte, dass Mami und Papi sich ganz intensiv darum kümmern, dass das Kind dann auch aufhört zu schreien, ich glaube, das wird nochmal eine Herausforderung für sich werden. Also ich bin fleißig am Videos vorproduzieren, weil ich glaube, ich werde so ein paar Monate lang kleiner Zombie werden. Vielleicht mache ich auch Zombie-Videos, wir schaffen das schon. Übrigens, apropos Zombie, ich gucke aktuell mal wieder iZombie, die Serie, liebe ich, suchte ich, oh. Auch das kriege ich hier gerade nicht raus. Also das, ich weiß nicht, wer das hier immer einpackt, ne? Aber die Person, die kann das gut. Naja, hier ist auf jeden Fall eine Augencreme drin. Die lasse ich jetzt hier auch drin, Mann. Und die werde ich dann demnächst mal ausprobieren und euch dann auch was entsprechend dazu sagen können. Die Extreme Lift habe ich ja aktuell in Anwendung. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich finde schon, dass meine Augenpartie aktuell gut aussieht. Ein bisschen verschmiert bin ich hier, weil ich eben ein bisschen gerödelt habe. Ja, aber sonst alles gut. Und genau, wird ausprobiert. Mensch. So, dann habe ich mir noch zweimal nachgeordert, weil ich es einfach liebe. Diese Ampullenkur, Marine Selection, das ist diese Anti-Aging-Kur. Die kann ich euch einfach mega empfehlen. Das ist meine liebste Ampullenkur, die ich halt bei Dalton so habe. Ne? Und das sind einfach die coolsten Ampullen. Die machen halt am allermeisten bei mir. Und abgesehen von der Extreme Lift, die halt ein bisschen stinkt,
mag ich die alle richtig, richtig gerne. Auch die Extreme Lift mag ich von der Wirkung halt sehr, sehr gerne, aber die müffelt halt ein bisschen. Trotzdem ist es halt genau das, was meine Haut so haben möchte. Und diese Konstellation von den jeweils 5 Ampullen, die da drin sind, sind perfekt. Dementsprechend richtig gutes Zeug. Kann ich euch nur empfehlen, ne? Und weiter geht die wilde Reise. Ich habe ein Paket bekommen von Me Lovely. Ihr werdet natürlich auch dieses Jahr von mir den Me Lovely Adventskalender sehen. Sehr, sehr viele haben mir auf Instagram auch schon Screenshots geschickt und gesagt, Claudi, guck mal, ich habe einen Code von Me Lovely. Den blende ich euch mal ein, ich habe den gerade nicht im Kopf. Da kriegt ihr nämlich auch ein bisschen den Adventskalender günstiger. Und ja, ich freue mich auch schon drauf, wenn er kommt, ich sag's euch. Und dann hatte ich mit den lieben Menschen dort geschrieben, und habe dann ein Päckchen bekommen. Und ich habe mir gedacht, so schnell könnte jetzt doch auch nicht sein, dass sie mir jetzt einen Adventskalender schickt. Nee, das ist ein ganz anderes Geschenk, Leute. Denn wir haben natürlich auch darüber geschrieben, dass ich halt gesagt habe, dann und dann werde ich Mama werden und so. Und dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig, den Adventskalender zu zeigen. Und dann hat mir die liebe Sina dieses Paket zukommen lassen. Ne? Denn Me Lovely hängt zusammen mit einem ganz speziellen Adventskalender oder quasi mit einem ganz speziellen Kalender, und zwar dem Mummy Countdown Kalender. Ich verlinke euch das alles mal in der Infobox, da könnt ihr mal stöbern, könnt ihr mal vorbeischauen, und das hängt halt zusammen mit Me Lovely. Und da hat mir die liebe Sina einfach ein paar Produkte rausgesucht, ins Paket gepackt und geschickt. Ja, liebe Claudi, anbei ein kleines Geschenk für dich als werdende Mama. Einfach nur so. Lieben Gruß, Sina. Und hier steht dann auch drauf, Mami Countdown. Und da haben wir dann auch einen Schmetterling. Das fand ich so süß, ne? Also das sind halt so die Sachen, die lassen mein Herz dann einfach höher schlagen, weil ich habe das auch meinem Freund erzählt. Und er sagte, wie, die haben dir dann was geschickt? Ich sage, ja, ich habe dann einfach ein kleines Päckchen gekriegt, ne? Voll schön. Mami, Me and Mini, Me. Habe ich hier mal Söckchen. Ist das nicht süß? Es sind Söckchen. Ja, und Söckchen ist ja etwas, das lässt ja gerne mal unser Herz höher schlagen. Da habe ich hier nämlich einmal die Mini-Mi-Söckchen. Die Babys, sind die nicht süß? So kleine Mini-Stopper-Söckchen für Baby. Für Mr. Babyboy, da wird er sich freuen. Wobei, ich glaube, Kinder hassen, das Söckchen angezogen zu bekommen. Oder wie war das? Habe ich mal gehört. Aber die fühlen sich so weich. Ja, oh mein Gott. Und der wird ja auch ein Winterbaby. Und dann darf das ja auch entsprechend... Der tritt mich gerade, Leute. Ich heul gleich. ja, mega süß auf jeden Fall. Und das Coolste ist, wir können halt einfach hart im Partnerlook gehen. Weil das sind meine Stoppersöckchen, die Mami-Mi-Söckchen. Und ich habe die halt dann auch so richtig schön muckelwarm. Die müssen natürlich jetzt noch gewaschen werden und so. Also ich freue mich schon drauf, wenn wir mit der Renovierung von dem Kinderzimmer so weit vorangeschritten sind, dass ich dann, oh mein Gott, die sind von innen so weich, dass ich dann halt auch die Schränke so einrichten kann und so. Das heißt, die ganzen Babyklamotten, die ich schon da habe, die wir schon geschenkt bekommen haben oder die wir halt gekauft haben. Wir haben super viel auch gebraucht gekauft halt, ne? Dass ich das alles waschen kann. Ich habe mir extra schon so sensitive Waschmittel und so einen Kram geholt, ohne Parfümstoff und ohne Rampampam, ne? Und halt auch so, oh Mann, richtig toll. Und das ist, ja, ihr seht das, ne? Es ist hormonell bedingt eine ganz krasse Geschichte hier gerade. Und der Babybauchi merkt das auch auf jeden Fall. Dann habe ich hier etwas. Das könnte sein, dass ihr das dann auch auf Instagram sehen werdet, weil das sind temporäre Tattoos, die man halt super geil auf den Bauch klatschen kann. Finde ich ja großartig. 30 temporäre Tattoos, hautfreundlich, ökologisch abbaubar und vegan. Überraschungspaket, My Baby Bump in Arbeit, It's a Girl, It's a Boy, Liebe im Bauch, Made with Love, mehr als ein Food Baby. Ja, mittlerweile definitiv. Riesenmurmel. Er war's, das finde ich auch witzig, wenn ich so ein Foto mit meinem Freund zusammen mache und ich dann er war's auf meinen Bauch stelle, schreiben lasse und dann fall zu Schatzi. Papi to be, Mami to be, nicht mehr lang. 7. Monat, 8. Monat, 9. Monat, 10. Monat. Also ich bin jetzt aktuell im 8. Monat schwanger. Hashtag schwanger ist ja auch noch mit aufgeführt. Also richtig süß. Und ach man, das erinnert mich halt auch an meine Jugendzeit. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht auch so ein bisschen Bravo-affin ist. Ich glaube, jeder hat die Bravo gelesen, oder? Hat irgendwer nicht die Bravo gelesen? Wer war bitte so brav? auf jeden Fall...
Ja, gab's da doch auch immer diese coolen Tattoos und ich habe so hart gefeiert. Mann, habe ich mich gefühlt wie eine Rockerbraut. Aber gut, ja, finde ich total süß und das ist halt. Ja, schön, oder? Ich finde das schön. Dann habe ich hier noch ein Mami-Countdown-Buch. Ich weiß nicht, ich glaube, das kann man nehmen, um selber. Nee, mit Übungen für Achtsamkeit und Entspannung. Ach, guck mal, das zum Lesen, Leute. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre so ein Reinschreibbuch. Auch da so ein kleiner Spoiler. Ich meine, Leute, ne, heute ist so ein richtiges Haul- und Spoiler-Video. Ich habe ja schon mehrfach angedeutet, dass ich vielleicht gerade dabei bin, an meinem zweiten Buch zu schreiben. Übrigens mein erstes Buch, Hemmi endlich ankommen. Gönnt euch das hart. Das ist wirklich eine wunderschöne Geschichte, die manchmal auch sehr, sehr traurig sein kann. Also ich würde sie nicht so ganz kleinen Kindern zum Vorlesen empfehlen oder so. Halt schon so, ja, ab 5. Klasse ist das was, was man gut lesen kann, ne? Ja, ich schreibe, wie gesagt, an meinem zweiten Buch und es könnte vielleicht sogar so ein Titel werden, Mami Countdown. Man weiß es nicht. Ja, also das ist quasi, ne, das nächste Buch, was dann im Pelletier Verlag von mir erscheinen wird und dann auch wahrscheinlich zum Ende des Jahres. Macht durchaus Sinn, sobald Baby geschlüpft ist, sollte es spätestens fertig sein. Hier habe ich ein Buch zum Mitmachen und Entspannen. Sowas finde ich ganz cool und ich kann mir echt gut vorstellen, dass ich das. Also eigentlich, wenn man vielleicht so eine schöne Nacht mal wieder durchmachen muss oder so, sich gönnt. So Doku in Farben. Ach, das ist geil. Das finde ich cool. So Doku in Farben, wenn du einfach gar nicht mehr so groß denken kannst, ne? Feier ich. Ich bin totaler Sudoku-Fan übrigens. Also ich war letztens bei der Feindiagnostik. Zweiter Termin Feindiagnostik. Schatzi darf leider echt nicht mit wegen Coronica Pony. Das geht mir so auf den Sack. Auf jeden Fall liegen da ja immer so Zeitschriften aus. Und ich musste sehr lange warten. Also bei der Ärztin muss ich immer sehr lange warten. Und da habe ich ein Sudoku gemacht. Eiskalt. So, Veränderungen meistern du. Veränderungen meistern dein Partner. Ach, guck mal. Ja, da kann man hier so Sachen reinschreiben und so. Kraft der Gewürzgurke sei mit dir. Die Kraft der Gewürzgurke sei mit dir. Vielen Dank. Also ich habe keine verrückten Gelüste, ne? Hier kannst du dann Sachen ausmalen. Ach, das ist hübsch. Lösen und entspannen. Bis zur Geburt deines Kindes ist noch ein bisschen Zeit. Warum vertreibst du sie dir nicht mit kniffligen Knobeln? Ja. Also schon schön, ne? Geburtstag, meine Gedanken vor der Geburt, deine Geburt in 3 Worten. Oh, ich habe da so Angst vor. Ich habe da vorbei. Okay. Ja, genau. Das kann man vielleicht auch einfach mitnehmen ins Krankenhaus oder so. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall total niedlich und vielen, vielen, vielen Dank, liebe Sina. Das ist echt süß gewesen. Also war ich wirklich sauglücklich, als ich das Kartönchen bekommen habe. So, wollen wir zu Purish gehen? Ja, ne? Alphabetisch wären wir jetzt auf jeden Fall dort am Start. Ja, ich weiß, macht man nicht schlürfen, aber ich liebe es. Ich liebe es auch so Blasen da rein zu blubbern. Okay, also Purish ist auch ein Kooperationspartner von mir, mit dem ich super gerne zusammenarbeite. Das ist ein Online-Shop, da bekommt ihr Kosmetik, also Beauty im Sinne von pflegender oder dekorativer Kosmetik. Und aktuell ist auf diese Marken, die jetzt um mich herumstehen, ein fetter Rabatt. Claudis Welt 15 ist nämlich mein Code und damit könnt ihr halt dort ordentlich sparen. Ich habe mir jetzt ein paar Produkte einfach ausgesucht, so Neuheiten, wo ich einfach Bock drauf hatte und werde aber, wenn ich es hinkriege, noch ein Fullface mit den Produkten schminken, die aktuell im Rabatt sind. Also ich habe sowieso immer vor, so einmal monatlich ein Fullface Rabatte, Rabatte, Rabatte von Purish zu machen. Das habe ich letzten Monat auch gemacht, fand ich irgendwie ganz witzig. Und ja, hier habe ich mir jetzt auf jeden Fall ein bisschen was aussuchen dürfen aus dem Online-Shop. Und einmal Hertamin Mom. A complete prenatal, postnatal and hair nutrition. So, da gibt es ja diese, ja, Hertamin-Viecher und das ist jetzt neu. Das ist jetzt so 3 Stück. Ich mache eigentlich keine Werbung für Nahrungsergänzungsmittel, aber die waren jetzt neu. Ich war interessiert daran. Mir wurde gesagt, Claudi, nach der Geburt fallen dir die Haare aus wie sonst was und bla. Habe ich Angst bekommen, habe ich gesagt, Purish, bitte schickt mir das zu, dass ich dann halt, wenn meine Schwangerschaft vorbei ist, ich mir das gönne und so. Ja, und deswegen wollte ich einfach mal gucken, ob das alles soweit funktioniert und das halt nach der Schwangerschaft anfangen mal zu nehmen. Und dann kann ich euch ja mal ein bisschen auch updaten, ob das so funktioniert hat. Weil eigentlich, wie gesagt, möchte ich keine
keine Nahrungsergänzungsmittel bewerben, weil ich das immer ganz schwierig finde. Klar, Schönheit kommt von innen und so weiter und so fort, aber ich finde es so, so schwierig. Alles, was irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel angeht, sollten grundsätzlich mit dem Arzt besprochen werden. Also auch das hier werde ich bei meinem nächsten Frauenarzttermin mitnehmen und fragen, ob ich das überhaupt nehmen darf. Ne? Genauso werde ich auch meine Hebamme fragen. Also das ist mir so, so wichtig, dass ich nicht wahllos irgendwelche Supplements in mich reinknalle, sondern dass schon mein Arzt, meine Ärztin mir da zur Seite steht. Ne? Also da bin ich immer super, super vorsichtig und lasse mein Blut halt auch regelmäßig untersuchen, was echt wichtig ist. So. Dann habe ich hier zwei neue Produkte von Dennis & Myricks. Die möchte ich so gerne ausprobieren. Ja, Yummy Skin nennt sich. Das ist einmal das Glow Serum, Priming Face Serum und die Serum Foundation. Und ich habe einfach richtig, richtig Bock drauf. Also Dennis & Myricks wird ja so gehypt auch, ne? Deswegen war ich auch vollkommen mit in dem Hype. Main Squeeze ist die Shade bei dem, wie habe ich das jetzt genannt? Bei dem Glowfi, ne? Bei dem Priming Moisturizer, genau. Wo habe ich denn jetzt hier eine Schere? Das ist versteckt. Weil es ist sehr, sehr gut hier verschlossen. Das finde ich einfach so bei. Ne? Was ich eigentlich ganz gut finde, weil wenn das so ordentlich verschlossen ist, dann weißt du halt auch, dass da vorher kein anderer bei war. Das finde ich dann manchmal auch gar nicht so cool. Weil auch wenn du online bestellst, hast du es manchmal, dass du dir denkst, das kann doch wohl nicht deren Ernst sein. Entweder ist eine Verpackung leer oder ein Produkt ist halb aufgebraucht oder sonst irgendwas. Alles schon da gewesen. Schreib mir mal gerne dein verrücktes Shopping-Erlebnis, Online-Shopping technisch, unten in die Kommentare rein. Da können wir uns gerne mal austauschen. Auf jeden Fall ist es echt fancy, oder? Ich finde, das sieht sehr witzig aus, weil dieser Deckel hier unten halt nochmal so auseinander geht. Das ist irgendwie special. Ja, kann man so aufdrehen. Hast du dann ein Tübchen. Kannst du es aufs Gesicht knallen. 32,5 Milliliter. Jo, das machen wir dann mal zusammen. Ich habe ja auch eine Schublade hinter mir, wo ich immer so sammle, ne? Dass ich dann halt, sobald ein Fullface voll ist mit Neuheiten oder so, dass wir dann uns da einfach mal mit schminken werden. Und genauso ist hier die Foundation in der Farbe 3P. Auch eine ganz interessante Kiste für mich. Ich weiß gar nicht, habe ich den Concealer auch schon da? Muss ich mal gucken. Ich könnte sein, dass der da schon nämlich drin liegt. Jo, das ist aber sehr cool. Eine Serum Foundation. Hui, die sieht aber hell aus. Habe ich mich wohl vergriffen? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Vielleicht ist die auf der Haut auch nicht ganz so super hell. Aber ich habe mir eigentlich die Swatch-Bilder angeguckt und mir gedacht, das passt wohl. Wow. Sehr witzige Applikation. Ach, du drückst die aber schon hinten drauf, ne? Ja, witzig. Guck mal, das kannst du drücken. Das ist ja aufregend. Okay, ja, das machen wir zusammen. Ich mag das einfach, wenn du bei einer Verpackung halt auch irgendwie so ein bisschen was anderes mit dabei hast, dass es sich auch anders anfühlt und so. Lieben wir. Okay, und als letztes habe ich mir dann ausgesucht von Lethal Cosmetics die neue Lidschattenpalette, Night Flower Pressed Powder Palette. Da weiß ich wirklich nicht, ob ich das dann hier auf YouTube zeige oder auf Instagram. Da mache ich ja auch gerne mal so halt so kleine Schminktutorials, ne? Finde ich auch immer ganz schön. Die ist wohl sehr pudrig, also das sieht man richtig. Aber schön, ne? Dieses Lila. Da kommen wir jetzt auch Richtung Herbst, Richtung Halloween-Zeit, Richtung Winter, dunkle Jahreszeit. Da kann man halt auch mal solche Töne tragen. Ich bin sehr gespannt auf die Schimmertöne und freue mich da richtig drauf. Ich bin sehr froh, dass wir auch diesen etwas helleren Mattenton mit am Start haben. Sonst hätte ich wahrscheinlich Probleme, einen Look zu schminken. Mattes Blau wäre ganz nice gewesen. Das sehe ich jetzt hier nämlich ad hoc nicht. Aber das müssen wir einfach mal herausfinden, wie die Palette so funktioniert. Da habe ich richtig Lust drauf. Diese Cosmetics Paletten von diesem Format her funktionieren bei mir nämlich eigentlich recht gut, während die Lethal Cosmetics Paletten in diesem kleinen Format, wo du glaube ich nur 6 Töne, ne? Ja, drin hast, bei mir leider nicht ganz so gut abgeschnitten haben, weil die nicht so schön sich haben ausblenden lassen und auch nicht die Glitzertöne, also die Schimmertöne haben auch nicht so schön performt leider. So, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Part meines Hauls. Da habe ich bestellt, bei der wundervollen Schickimicki. Die hat nämlich ihr eigenes Pinselset gelauncht und eigentlich ihren kompletten Shop und nennt sich SM Cosmetics and Interior GmbH. Und ja, Mickys Shop, ne? Das ist einfach Wahnsinn. Ich finde es einfach cool, wenn Influencer das hinbekommen, ihre Selbstständigkeit so aufzubauen, dass, also das
bewundere ich halt auch bei Maxim total, dass man einen eigenen Shop hat mit eigenen Produkten, wo man sich echt selber um so vieles kümmert. Ne? Das ist so krass. Thanks, your order made our day. We hope that this makes yours. Also ich habe den Tag von Diana und ihrem Mann oder ihrem Freund, Lebensgefährten, Verlobten, erhellt und sie wünschen sich, dass es bei uns dann genauso ist. Also das Erste, was hier halt quasi rauskommt, ist der Duft. Most loved ist quasi der Duft. Dein Paket duftet danach. Okay, lege das Seidenpapier in deinen Schrank, um den Duft nachhaltig zu genießen. Das ist natürlich auch süß. Da ist ein QR-Code mit dabei. Ich glaube, dass das so ein kleiner Wink dafür ist, dass das quasi das nächste Produkt ist, was die liebe Diana launchen wird. Das fände ich sehr angenehm, weil der Duft riecht richtig, richtig gut. Bestellt habe ich mir zum einen den Softie, das ist der Soft Make-up Sponge. Ich finde es einfach großartig, wie detailverliebt diese Verpackung ist und die ist eigentlich viel zu schade, um nur eine Verpackung zu sein, denn man wird diesen Schwamm ja nicht mehr darin aufbewahren. Ne? Das ist so, so traurig, aber ich freue mich über das Produkt definitiv und der ist, wie sie schon sagte, sehr, 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 sehr soft. Fühlt sich echt angenehm an. Und der wird angewendet, da freue ich mich drüber. Selbst hier riecht man auch noch das Parfum so ein bisschen. Das riecht echt angenehm. Sehr cool. Ja, also das ist ihr Mini-Sponge oder ihr Sponge. Ist ja kein Mini, der wird ja noch größer werden, wenn der nass wird. Ne? Fühlt sich aber so schön weich an. Also das finde ich wirklich gut. Softie passt definitiv. Und dann habe ich hier noch mir bestellt Schickimicki. Ich mag auch ihr Logo total gerne, wo ich das hier so sehe. Das Make-up Brush Set 10 out of 10. Also quasi 10 von 10. Die hat sich echt Gedanken gemacht und Mühe. Und ich bin so gespannt, die jetzt gleich mal anzufassen. Wie ihr seht, ich habe es noch nicht angefasst. Diese Metallschachtel kann man super auch für andere Dinge verwenden. Ne? Und da muss ich jetzt mal erst ein bisschen knistern. In diesem Pinselset haben wir auch tatsächlich 10 Pinsel drin enthalten. Ich habe die weiß-goldene Variante gewählt. Die hatte ein bisschen längere Lieferzeit und ich freue mich da richtig drauf, die anzuwenden. Die fühlen sich so schön weich an. Das hat sie auch in ihrem Launch-Video erzählt und das kann ich nur bestätigen. Also die fühlen sich wirklich klasse an, obwohl es vegane Pinsel halt sind. Ne? Richtig, richtig cool und oh. Meine Herren, da freue ich mich richtig drauf, sehr drauf, das wirklich auszuprobieren. Ich sehe hier auch wirklich alles an Pinseln, was ich so brauchen würde. Ein Pinsel, wo ich meine cremige Foundation und auch hier Blush und sowas auftragen kann. Einen normalen Puderpinsel in groß, wo ich halt mein ganzes Gesicht abfluffeln kann. Richtig cool. Richtig, richtig, richtig cool. Klein, der auch sehr sinnvoll ist. Hiermit kann man den Highlighter super auftragen oder unter den Augen setten. Ein Blendepinsel ist am Start. Dann einer für die äußere Geschichte, dass man das präziser macht, ein bisschen fester gebunden. Dann so ein Doppelding für die Augenbrauen mit Spoolie. Den brauche ich auch mittlerweile echt immer. Ein Smudger ist am Start. Dann ein etwas spitzerer Smudger. Damit kann man dann noch ein bisschen präziser hier innen was hantieren. Und dann noch so ein flacher, der auch so zum Auftragen für Lidschatten super gut ist. Also für mich auch ein Pinselset, wo ich sage, da hat sie sich wirklich Gedanken gemacht, denn da sind sehr viele, sehr, sehr tolle Pinsel drin enthalten, die auch von den Formen her sehr außergewöhnlich sind. Ne? Also das hier ist jetzt nicht so ein Pinsel, den man in jedem Pinselset findet zum Beispiel, weil der so groß, fluffig und gleichzeitig halt hier so zusammengedrückt ist. Richtig, richtig cool. Also herzlichen Glückwunsch, Diana. Ich finde es so genial, dass du es geschafft hast, deinen Shop zu launchen und auch schon die ersten Produkte rausbringen konntest. Extrem cool. Jetzt hoffe ich, dass die Pinsel auf meinem Gesicht dann auch gut performen, aber ich gehe da mal ganz stark von aus. Und ja, ihr Lieben, ich nehme jetzt hier immer noch diesen Most Loved Duft wahr. Außerdem auch diese wundervolle Duftkerze von Ava & May. Denkt auf jeden Fall an meinen Code CLAUDIGO für Ava & May und für so viele andere Sachen, was ich euch alles so erzählt habe. Alles in der Infobox verlinkt. Ja, außer natürlich die geheimen Informationen, die sich hier zwischen den Zeilen verborgen haben. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem XXXL-Haul. Echt ganz schön viel gewesen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen.
Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!